Hey du, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es endlich mal richtig um das Thema Weihnachten, denn so lange ist es ja gar nicht mehr hin. Und was ist so das Erste, was uns zum Thema Weihnachten einfällt? Richtig, Geschenke. Es ist immer gar nicht so einfach, die passenden Geschenke für die verschiedenen Personen zu finden. Deswegen habe ich mir im Vorfeld des Videos so ein paar Gedanken gemacht, was man denn so verschenken könnte, also im Allgemeinen. Und vielleicht findest du ja so ein paar Ideen. Während des Videos werden auch immer auf dem i hier oben ein paar Videos verlinkt sein von mir eben auch zu diesem Thema. Und wenn dich das interessiert, kannst du natürlich auch meine älteren Videos noch dazu anschauen. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Video über Geschenkideen für Weihnachten. Erstmal habe ich so ein paar Sachen, die ich mir selbst in letzter Zeit gekauft habe und die ich echt empfehlen kann. Zum einen dieser wunderschöne Sternenhimmel, den mittlerweile zwar schon fast jeder hat, aber kann ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen bei kleineren Kindern, die sich darüber sehr, sehr freuen werden. Eine andere Sache ist so Handy, iPad, Laptop, Zubehör, zum Beispiel ein Mauspad oder eine Schreibtischunterlage. Da gibt es im Internet wirklich sehr, sehr schöne Schlichte. Des Weiteren kann man sich auch dem Thema Organisation widmen. Da kann man der Person Stiftehalter schenken, Organizer, solche Schubladen. Allgemein sind das ja alles so Kleinigkeiten. Ich habe auch neulich ein Video gemacht zum Thema Adventskalender befüllen. Und man kann problemlos auch einfach so eine Art Adventskalender verschenken, nur eben ohne diese Zahlen 1 bis 24. Aber zum Beispiel mit Sprüchen zu jedem Produkt. Und dann kann eben die beschenkte Person das alles ein bisschen auspacken. Eine andere Idee ist das Thema Licht, Lichterketten, Tageslichtlampe, ein Ringlicht, wenn die Person vielleicht TikToks oder so macht. Oder beispielsweise auch ein Lichtwecker. Aber der Trend geht ganz klar in Richtung Nachhaltigkeit, nachhaltige Geschenkideen. Nicht so viel kaufen, sondern eben auch wirklich nur das, was die andere Person auch gerne möchte. Dort gibt es im Internet wirklich sehr, sehr viele nachhaltige Online-Shops, wo man sehr, sehr schöne Geschenke auch bestellen kann. So zum Beispiel Wattestäbchen, eine Dauerbackfolie, Bienenwachstücher, Wattepads. Benutze ich auch selbst, kann ich sehr empfehlen. Jutebeutel, festes Shampoo, alles Mögliche. Zum Thema Jutebeutel kann man zum Beispiel auch ganz kreativ einfach zwei Stück bestellen. Für zum Beispiel eine Freundin und eben für sich selbst. Und dann kann man zusammen, falls man sich mal wieder irgendwann sieht, die gestalten. Ansonsten, worüber sich eigentlich jeder freut, der es noch nicht besitzt, ist so eine Trinkflasche aus Glas bzw. aus Metall, die man eben immer wieder verwenden kann. Dann gibt es natürlich auch so ganz klassische Dinge. Zum Beispiel ein Friseurbesuch. Man möchte endlich blonde Haare haben, man möchte Strähnchen haben, keine Ahnung. Oder Piercings, Tattoos. Und ich denke, Weihnachten ist dann schon mal so ein Fest, wo man vielleicht die Eltern ein bisschen leichter überreden kann. Ein anderes Thema sind Haar- und Hautpflegeprodukte. Wenn du nämlich eine Person relativ gut kennst und auch weißt, was diese Person gerne benutzt für Produkte, dann kannst du natürlich problemlos einfach diese Produkte schenken. Das ist meistens natürlich jetzt nichts krass Aufwendiges, nichts Überraschendes, was diese Person jetzt eben noch nie hatte. Aber das zeigt eben, dass dir die Person wichtig ist und dass du quasi sie kennst, weißt, was sie gerne benutzt und dir eben auch nichts Unnötiges schenkst. Und das ist auf jeden Fall auch schon mal viel wert, wenn eine Person eben mit dem Geschenk auch was anfangen kann. Wenn man Freunde beschenken möchte oder Leute, die einem eben sehr nahe stehen, finde ich, bietet es sich auch an, so Partnerliches zu schenken. Also beispielsweise ein T-Shirt im Partnerlook mit deiner besten Freundin oder Handyhüllen im Partnerlook, wenn ihr zum Beispiel das gleiche Handy habt. Was ich auch meiner Freundin geschenkt habe, war so ein Armband, was ich im Internet eben selbst gestaltet habe und sie dann eben ein Exemplar hat und ich eins habe. Und allgemein, wenn man sich ein bisschen im Internet umschaut, gibt es auch sehr, sehr viele persönliche Geschenkideen, die man eben online gestalten kann mit Fotos oder mit Texten. Aber davon will ich jetzt nicht allzu viel in das Video mit reinnehmen, weil da muss man ja einfach nur mal 10 Sekunden googeln und schon findet man sehr, sehr coole Sachen. Eine weitere Möglichkeit wäre es zum Beispiel Apps zu verschenken, also zum Beispiel so einen Gutschein für den App Store. Aber Abos sind natürlich auch eine ganz coole, nachhaltige Sache. Zum Beispiel eben für Spotify, für Apple Music, für Netflix. Aber es gibt auch zum Beispiel solche Make-up-Boxen, die man im Abo bestellen kann oder auch einmalig. Vielleicht kannst du auch sowas verschenken. Was ich aber auch sehr, sehr cool finde, sind solche Bio-Food-Kisten, die man sich auch zuschicken lassen kann oder abholen kann, wo eben Obst und Gemüse aus der Region drin sind, was man eben in einem bestimmten Intervall bekommt und daraus dann eben schöne Sachen kochen kann. Oft ist darin dann auch das Obst und Gemüse zu finden, was in den Supermärkten jetzt regulär nicht angeboten wird, weil
kleine Macken vorhanden sind oder so, aber das verändert halt an sich nichts am Geschmack. Von daher ist so ein Abo auf jeden Fall auch wirklich eine Investition wert für eine Person, die gerne kocht. So, dann ganz klassisch Bücher. Ich persönlich lese nicht gerne, aber es gibt echt viele coole Bücher. Also es gibt selbst so coole Bücher für Leute, die nicht gerne lesen. Zum Beispiel eben so ein 3-Minuten-Tagebuch, wo man eintragen kann, wie sein Tag war. Oder auch einfach Notizbücher. Ein Tagebuch, ein Bullet Journal oder ein Comic-Roman, keine Ahnung. Weitere Ideen wären so eine Kindheitsbox oder Kindheitserinnerungen. Zum Beispiel ein Knobelset, ein Chemieset, ein Baukasten, ein Puzzle, Gesellschaftsspiele, Malen nach Zahlen. Oder was ich auch echt cool finde, man nimmt einfach eine Box, also so eine Geschenkbox, und füllt darin alles Mögliche rein, was so an die Kindheit erinnert. Also zum Beispiel Süßigkeiten, Spiele, Fotos. Und ich denke, das ist dann echt eine ganz coole Erinnerung und auch wirklich ein Geschenk, was jetzt nicht so standardmäßig ist, aber worüber man sich auf jeden Fall freut. Neben materiellen Dingen kann man natürlich auch sehr, sehr gut Zeit verschenken. Ich denke, gefühlt jeder kennt es, dass er seinen Eltern früher Gutscheine geschenkt hat, aber die irgendwie nie eingelöst haben. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man zum Beispiel Freunden so ein Gutscheinbuch oder allgemein einen Gutschein schenkt, also zum Beispiel einen Gutschein für einen Spaziergang im Park, einen Gutschein für einen Wellnessnachmittag, einen Gutschein für einen gemeinsamen Urlaub im Ferienhaus, für eine Übernachtung im Auto, gemeinsam Essen kochen, gemeinsam backen, für einen gemeinsamen Saufabend. Eine Idee, die ich echt ganz süß fand. Ich weiß es jedoch nicht genau, ob die zu Weihnachten passt, aber an sich passt es immer. Also schaden tut es auf jeden Fall nicht. Man schenkt der Person Blumen und anstatt die zu Hause eben dann hinzustellen, spaziert man durch die Stadt und verteilt die Blumen in der Stadt oder auch einfach die Blätter der Blumen und hinterlässt so eine kleine Spur, wo man langgelaufen ist. Auch ein sehr persönliches Geschenk ist es, wenn man mit der beschenkten Person zurück in seine Vergangenheit reist, also jetzt nicht unbedingt nur die Kindheit, sondern wirklich alte Erinnerungen rauskramt und zum Beispiel in ein Fotoalbum, in ein Notizbuch einklebt, dazu immer kleine Texte schreibt. Ansonsten kann man noch Orte besuchen, an die sich die beschenkte Person zum Beispiel gerne erinnert. Und an sich natürlich auch Menschen, die die Person vielleicht lange nicht mehr gesehen hat und mit diesen Menschen Treffen organisieren, wobei das natürlich momentan nicht so ganz gut aussieht, aber vom Prinzip her ist das echt eine coole Idee. Etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, ist es, Videos zu schneiden. Also einfach Fotos und kleine Clips zusammenschneiden und daraus ein Video gestalten, was man dann eben der Person zu Weihnachten schenkt. Auch die Leute, die noch keine Erfahrung mit Videoschnitt haben, können sowas einfach problemlos auf dem Handy oder auf dem iPad oder so schneiden. Das ist an sich echt gar nicht schwer und es ist einfach was Süßes, Nachhaltiges, wo man merkt, dass man sich wirklich Mühe gegeben hat. Es gibt immer diese ganz klassische Frage, verschenkst du lieber oder bekommst du lieber Geschenke? Und ganz viele Leute antworten immer, dass sie lieber verschenken. Also warum sollte man nicht mal den Nachbarn oder auch wirklich bedürftigen Menschen eine Freude machen und zum Beispiel eine Karte schreiben mit Blumen, mit Geld drin und das dann eben den Personen geben, auch wenn man vielleicht jetzt gar nicht so einen nahen Draht zu dieser Person hat. Und neben diesen ganzen Geschenkideen, die ich jetzt erwähnt habe, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, sich kreativ auszuleben und DIY-Geschenke zu basteln. Es gibt ganz viele Menschen, die da jedes Jahr quasi das Gleiche verschenken. Fotokalender, Fotobuch. Ist natürlich schön, aber jetzt auch ein bisschen standardmäßig auf jeden Fall. Für dieses Video habe ich jetzt keine DIYs nachgebastelt. Aber es gibt da wirklich sehr, sehr coole Ideen, wenn man einfach nur mal auf Pinterest zum Beispiel geht. Also meine Lieblingsideen waren zum Beispiel, dass man einen Kulturbeutel aus einem alten Handtuch näht, ein Windlicht aus Konservendosen erstellt oder Bienenwachstüchern aus alten Stoffresten gestaltet. Außerdem natürlich freuen sich ganz viele immer zu Weihnachten über Süßes. So gibt es zum Beispiel auch ganz viele Möglichkeiten, um aus Schokolade was Schönes zu gestalten. Oder man verschenkt einfach selbstgebackene Kekse oder selbstgebrannte Mandeln. Und jetzt bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Also ich hoffe, ich konnte dir so ein paar Geschenkideen nahebringen, die jetzt auch nicht so krass standardmäßig sind. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben bei der Recherche und beim Nachdenken. Wenn du das Video heute am ersten Advent anschaust, dann wünsche ich dir natürlich einen schönen Advent und auch eine schöne Adventszeit. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss und bis bald.